Hi, in dem heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie einfach Tubeless-Montage ist. Ohne Sauerei, innerhalb weniger Minuten habt ihr ein System aufgebaut, mit dem ihr sicher durch eure Wettkämpfe kommt. Danach zeigen wir euch auch, was passiert, wenn ein Nagel den Reifen beschädigt und wie Dichtmilch diesen Reifen wieder abdichtet, um dann weiterfahren zu können. Viel Spaß beim Video! Und dafür brauchen wir natürlich ein Laufrad, das tubeless ready ist. Das bedeutet, dass wenn der Reifen drauf ist, keine Luft durch die Felgenlöcher entweicht. Die meisten tubeless ready Laufräder haben schon ein Felgenband draufgeklebt. Ich zeige euch aber, wie ihr auf so einer Felge auch ein Felgenband nachträglich draufkleben könnt. Hier ist das Ventilloch. Wir fangen kurz davor an. Reinkleben und dann unter Spannung wird dieses Band in die Felge reingeklebt. Wenn ihr wieder am Ventilloch ankommt, klebt ihr ein wenig wieder über das Ventillauf hinweg und habt damit die Bänder ein wenig überlappend. So, nachdem wir das Band drauf haben, muss ein Tubeless-Ventil eingesetzt werden. Das stecht ihr jetzt einfach durch das Felgenband durch. Wir gehen einmal kurz von unten, dann kann man es ein bisschen markieren. Und das Felgenband ist sehr stabil. Drückt dies runter und dann wird mit der Mutter das draufgeschraubt. Damit wäre das Ventil drinne. Als nächstes braucht ihr einen Reifen, der tubeless ready ist, damit dieser Reifen auch zur Felge passt. Versucht das gar nicht mit normalen Reifen, da habt ihr ein Problem, es fliegt euch der Reifen um die Ohren, die halten nicht. Auch diese Reifen haben oft eine Richtung, die eingehalten werden muss. Bei dem Vorderrad, so würde es jetzt nach vorne rollen. Jetzt brauchen wir die Rotation-Markierung, die wir hier haben. Das heißt, der Reifen muss so drauf. Ihr fangt auf der gegenüberliegenden Seite vom Ventil an. Erst die eine Seite ins Felgenbett reinlegen. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann der Reifen direkt neben dem Ventil landet und zieht jetzt auf der anderen Seite den zweiten Teil ins Felgenbett rein. Es gibt Reifenkombinationen mit Felgen, da geht der Reifen ohne Probleme drauf, weil die meisten tubeless ready Felgen in der Mitte vertieft sind. Damit nimmt der Durchmesser ab und der Reifen geht einfacher drauf. Der nächste Schritt wäre, den Reifen einmal aufzupumpen ohne Dichtmilch. Letztendlich macht man das gleiche wie beim Autoreifen. Auch wer mal bei der Montage am Autoreifen zugeschaut hat, wird sehen, dass auf der Felge ein Schmiermittel draufgelegt wird. Das kann man natürlich käuflich erwerben. Die einfache und günstige Variante ist, man nimmt etwas Spülmittel in Wasser aufgelöst, ein Pinselchen, wo einfach etwas Seifenlauge dann drauf ist, und streicht einmal drumherum die Seifenlauge am Felgenbett entlang, auf beiden Seiten. Der Hintergrund ist davon, dass der Reifen dann leichter in die Felge reinploppt. Dann pumpen wir das mal. Es gibt drei Varianten. Wir versuchen es mal mit der kleinen Handpumpe. Und der Reifen geht schon rein. Ich merke schon, dass hier Luft drin ist. Das heißt, er dichtet schon ab. Und können schauen, dass der Reifen 1A drauf liegt. So.
Dann zeige ich mal die zweite Variante mit der Standpumpe. Also bei demjenigen, der es mit der Handpumpe nicht geht, jeder hat meistens zu Hause eine Standpumpe. Mal gucken. Auch damit kriegt man das genauso drauf. Und die dritte Variante, wenn die Standpumpe es nicht hergibt, es gibt von diversen Herstellern sogenannte Booster. Da pumpt man vorher Luft rein. Ich habe so etwas im Eigenbau gemacht mit einer Sickflasche und Baumaterialien von 10 Euro. Habe da mit einer Pumpe und einem Ventil Luft schon reingepumpt, 7 Bar. Setze jetzt das Ganze auf. Öffne den Hahn und auch da wird der Reifen dran gedrückt. Jetzt müssen wir die Dichtmilch einfüllen. Das heißt, ihr lasst die Luft wieder raus. Dann dreht ihr dieses Ventil raus und habt damit nur die reine Halterung, die in die Felge reinreicht. Dann nehmt ihr die Dichtmilch dazu. In diesen kleinen Flaschen sind 60 Milliliter. Empfohlen wird für einen Rennradreifen 30 Milliliter. Das bedeutet, eine Flasche reicht für Vorder- und Hinterrad. Einziger Nachteil bei diesen Flaschen, man sieht nicht genau, wie viel 30 Milliliter sind. Man macht das also nach Gefühl. Dann nehmt ihr das Ventil so auf ungefähr 5 Uhr, setzt die Flasche dorthin und drückt dann Milch hinein. So. Dann wird dieses Ventil wieder reingeschraubt. Wenn ihr den Reifen aufgepumpt habt, denkt daran, nur den Maximaldruck nehmen, der vom Reifenhersteller empfohlen wird. Das sollte auch bei diesem Reifen, in der Regel sind das 5 Bar. Wenn ihr das aufgepumpt habt, dann fangt ihr an und werdet einfach mal das Laufrad ein wenig drehen, so dass die Milch die Chance hat, sich überall zu verteilen. Jetzt haben wir den Reifen drauf mit Dichtmilch und jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen, wie funktioniert das Ganze. Also wir werden jetzt mit dem Nagel einmal direkt in den Reifen reinstechen, werden simulieren einen Schaden am Reifen während der Fahrt, ziehen danach raus. Die Dichtmilch wird dann nach wenigen Umdrehungen das Loch verschließen und die Luft bleibt im Reifen erhalten. Und so, jetzt haben wir den Nagel drinne. Natürlich verliert er keine Luft, was jeder kennt. Und wenn ich jetzt den Nagel rausziehe, dann wird Luft entweichen. Wir drehen danach direkt das Laufrad, wie in Natur, dass das Fahrrad sich dreht. Die Dichtmilch verteilt sich, geht zu dem Loch hin und dichtet dieses Loch ab. Ihr seht die Sauerei kurz. Wir hören aber nichts mehr. Und das Loch ist verschlossen. Es kommt noch ein wenig Flüssigkeit raus, aber wir haben weiterhin Druck, um noch zu fahren. Ja, warum tubeless? Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, man fährt mit weniger Luftdruck. Dadurch habe ich mehr Komfort, mehr Grip auf der Straße, ohne dass der Rollwiderstand größer wird. Das Gefühl, dass auch bei kleinen Pannen ich einfach weiterfahren kann. Und hat mich bisher nicht enttäuscht. Ich konnte letztendlich bis in die Wechselzone immer durchfahren. Auch im Training, auf dem Crosser zum Beispiel, nehme ich überhaupt kein Flickzeug mehr mit. Das muss einfach so reichen.